Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich begrüße Sie herzlich hier in der Domgemeinde in Königslutter. Endlich, nach 2 Jahren Vakanz, ist die Pfarrstelle wieder besetzt. Wir begrüßen heute aus ganzem Herzen und mit Freude Pfarrerin Ann-Kathrin Rieken. Frau Rieken ist hier in Königslutter keine Fremde, denn sie ist in der Gemeinde aufgewachsen und groß geworden. Aber darüber kann sie später selbst viel besser berichten. In diesem Gottesdienst hatten wir eigentlich geplant, dass Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Frau Rieken ganz persönlich kennen, unmittelbar kennenlernen sollten. Das wäre toll gewesen, anschließend einige Worte beim Café mit ihr zu wechseln. Aber Sie wissen es, wegen Corona geht es nun leider nur per Video. Aber einmal wird auch Corona vorbei sein und dann wird es vielfältige Möglichkeiten zur näheren Begegnung mit Frau Pfarrerin Rieken hier geben. Aber lassen Sie uns nun diesen Gottesdienst feiern und darüber freuen, dass Pfarrerin Rieken hier bei uns ist. In diesen Zeiten höre ich immer wieder Nachrichten über die neuesten Entwicklungen und Maßnahmen, die unser Leben einschränken und beschränken, so wie halt diesen Gottesdienst heute. Und das Zuhören, wenn immer diese neuen, ich sage mal, Schreckensmeldungen kommen, es fällt mir schwer. Und viel schwerer fällt es uns aber auch oft, wenn es um das Wort Gottes geht, zuzuhören und aufmerksam zu sein. Und dann tritt es doch plötzlich unvermittelt mitten in unser Herz hinein. Aber hören Sie einmal selbst genau hin. Hören wir Worte aus Psalm 119. Herr, dein Wort bleibt ewiglich, soweit der Himmel reicht. Deine Wahrheit wehret für und für. Du hast die Erde fest gegründet und sie bleibt stehen. Sie steht noch heute nach deinen Ordnungen, denn es muss dir alles dienen. Wenn dein Gesetz nicht mein Trost gewesen wäre, so wäre ich vergangen in meinem Elend. Dein Wort ist meinem Munde süßer als Honig. Dein Wort macht mich klug, darum hasse ich alle falschen Wege. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Erhalte mich nach deinem Wort, dass ich lebe, und lass mich nicht zu Schanden werden in meiner Hoffnung. Amen. Lasst uns beten. Gott, mein Herz ist schwer und oft verschlossen. So viel belastet mich und liegt schwer auf meiner Seele. Gerade in diesen Zeiten nehmen die Maßnahmen mein Herz gefangen und legen sich wie Schnüre um meine Seele. Von deinem Wort geht Leben aus. Du sprichst uns an, Gott, auch hier und heute. Deine Worte suchen mein Herz und mein Ohr. Öffne meine Sinne für dein Wort und schenke mir ein Herz, das sich dem Leben öffnet. Stärke dieses Vertrauen durch Jesus Christus, unseren Herrn und Bruder. Amen. Thank you.
Wir hören das Evangelium bei Lukas im 8. Kapitel. Als eine große Menge beieinander war und sie aus den Städten zu ihm eilten, redete er in einem Gleichnis. Es ging ein Sämann aus, zu säen seinen Samen. Und indem er säte, fiel einiges auf den Weg und wurde zertreten. Und die Vögel unter dem Himmel fraßen es auf. Und einiges fiel auf den Fels. Und als es aufging, verdorrte es, weil es keine Feuchtigkeit hatte. Und einiges fiel mitten unter die Dornen. Und die Dornen gingen mit auf und erstickten es. Und einiges fiel auf gutes Land. Und es ging auf und trug hundertfach Frucht. Als er das sagte, rief er: Wer Ohren hat zu hören, der höre. Wort des lebendigen Gottes. Herzlich willkommen hier in der St. Jakobuskirche zu Sonnstedt. Hier möchte ich auch noch einmal Pfarrerin Rieken vorstellen, die seit dem 29. Januar Pfarrerin der Stiftskirchengemeinde in Königslutter und der St. Jakobuskirchengemeinde in Sonnstedt ist. Sie wird nun mit den Kirchenvorständen im Kirchengemeindeverband Königslutter die Menschen in den Gemeinden begleiten. In den nächsten Monaten zunächst als Pfarrerin in Probe und dann hoffentlich im Sommer als gewählte Pfarrerin im Kirchengemeindeverband Königslutter. Sie wird dabei unterstützt von ihrem Mann und dem kleinen Jonathan. Und in den nächsten Tagen wird dann hoffentlich auch der Umzug gelingen nach Königslutter und Sie hier eine neue Heimat finden. Pfarrerin Rieken ist in der Stiftskirchengemeinde groß geworden und viele von Ihnen kennen sie als junges Mädchen, als Jugendliche. Sie ist mit vielen Menschen hier vertraut und kennt die Traditionen, die Kreise, weiß um manche Geheimnisse in den Gemeinden. Sie ist eben bekannt. Das ist für die Gemeinde eine ganz große Chance. Nach vielen Monaten der Vakanz, die allerdings auch wunderbar gemeistert wurde durch die Unterstützung von Pfarrer Giesecke und Frau Schmalbruch in Königslutter in der Stiftskirche und Herrn Kaiser und Pfarrerin Meerheim hier in Sonnstedt. Mit dem Kommen eines Menschen geschieht immer ein Neuanfang, auch wenn die Menschen vertraut erscheinen. Manches hat sich in den letzten Jahren hier verändert. Nicht nur die Stiftskirche ist in ihrer äußeren Gestalt neu geworden. Auch in den Gemeinden ist Neues gewachsen, entstanden und manches Vertraute und auch Liebgewordene ist vielleicht gar nicht mehr so da. Und wir sind gespannt. Wie sind die Pläne der neuen Pfarrerin? Wie hat sie sich seit ihrer Jugend verändert? Was möchte sie als besondere Schätze ihres Glaubens nun mit den Gemeindemitgliedern teilen? Welche Pfade schlägt sie ein in ihrer Arbeit? Was ist ihr Lieblingslied? Wie vermittelt sie Trost und wo findet sie Stärkung? Das alles gilt es nun zu entdecken durch den Dienst mit den Menschen, die in großer Treue hier in den Kreisen, in den Gemeinden zusammenkommen, mit Haupt-, mit Ehrenamtlichen, hier am Ort, in der Verbundenheit mit Kollegen und Kolleginnen in der Propstei, aber auch in der Landeskirche. Wir sind als Kirche kleiner geworden. Viele Menschen haben sich aus ganz unterschiedlichen Gründen entschieden, unsere Kirche zu verlassen. Und das verlangt ein großes Maß an Flexibilität, an Weitsicht, auch an Ausdauer. Es ist gut, wenn Menschen sich berufen fühlen, an einem Ort zu dienen, zu einer besonderen Zeit. Denn in diesem bunten Garten Gottes gibt es immer wieder etwas zu tun und manchmal gilt es auch nur abzuwarten. Ganz gleich, wie groß oder wie klein unsere Kirche ist, es gilt immer wieder von der Liebe Gottes in dieser Welt zu erzählen und das auf ganz unterschiedlichen Arten und Weisen. Wir dürfen uns freuen auf eine Pfarrerin, die ganz unterschiedlich das Evangelium von Jesus Christus uns allen erzählen wird. In Gottesdiensten, in Andachten, sie wird Menschen begleiten, da wo es schwer wird, aber da, wo es auch ganz leicht im Leben ist. Die Begleitung junger Menschen und junger Familien liegt ihr in besonderer Weise am Herzen. Mit großem Engagement hat sich Pfarrerin Rieken schon vor ihrem offiziellen Dienstbeginn auf den Weg gemacht und manche Impulse gesetzt. Sie hat sich mit uns, Kollegen, Kolleginnen und auch den Kirchenvorständen bereits getroffen
Und sie weiß sehr genau um die Vielfalt der Erwartungen und Aufgaben in den Gemeinden. Und sie alle haben nun die Möglichkeit, in den nächsten Monaten ihre neue Pfarrerin kennenzulernen. Und meine Bitte ist, unterstützen Sie die Arbeit Ihrer Pfarrerin, lassen Sie sie nicht allein. Fördern Sie sie mit Ihren Gaben und mit Ihren Begabungen, damit die Gemeinden wachsen können. Und damit einhergeht noch ein weiteres. Das gilt nicht nur für die Kirchenverordneten und die Pfarrer und Pfarrerinnen, sondern an uns alle, damit wir lebendige Kirche Gottes werden. Achten Sie das Amt Ihrer Pfarrerin und begleiten Sie sie in Ihrer Fürbitte. Und ich möchte enden als Willkommensgruß mit einem Segenswort. Der Anfang ist und Ende, der schütze euer Leben und nehme euch in feste Hände. Der eure Zeiten teilte, der stärke eure Seelen, weil sein Tod Leben halte. Der ewig euch begleite, der lehre euch zu lieben, wie zeitlos er euch leitet. In diesem Sinne, ein Gott befohlen. Gnade sei mit uns und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, haben Sie auch die Nase voll von Corona? Von den endlosen Berichterstattungen und Sondersendungen? Von den ganzen Infektionszahlen, dem 7-Tage-Inzidenzwert und dem Reproduktionswert? Von all dem schwirrt mir schon lange der Kopf. Jeden Tag kommen neue Meldungen dazu, von leerstehenden Impfzentren, zu wenig Impfstoffreserven, neuen Kontaktbeschränkungen und Insolvenzen. Mein Herz ist voll von diesen Bildern und Nachrichten. Es macht mich traurig, dass ich niemanden mehr sehen kann und in den Arm nehmen kann. Dass Menschen in Altenheimen und im Krankenhaus alleine sterben. Dass Menschen um ihre Existenz bangen, weil sie seit Monaten keine Einnahmen mehr haben. Dass Menschen durch Homeschooling und Homeoffice stark belastet sind. Dass wir keine kirchliche Gemeinschaft miteinander leben können, dass wir nicht hier gemeinsam Gottesdienst feiern können, dass wir nicht gemeinsam hier meinen Vorstellungsgottesdienst feiern können. Bald schon ein Jahr bestimmen Abstandsregeln, Kontaktbeschränkungen und Nase-Mund-Schutzmasken unseren Alltag. All dies verändert mich und auch unsere Gesellschaft. Menschen werden dünnhäutiger, andere reagieren mit Unverständnis, wenn ihnen zum Beispiel beim Einkaufen jemand im Weg steht. Und wieder andere sind schneller gereizt und manche sogar teilweise aggressiv. Alles scheint überlagert vom Coronavirus, den Nachrichten und den Umständen, in denen wir gerade leben. Positive und freudige Nachrichten scheint mein Herz gar nicht mehr zu erreichen. Es ist schwieriger geworden, dass mich ein freundliches Wort der Nachbarin erreicht. Schnell höre ich darüber hinweg. Jesus erzählt uns ein Gleichnis gegen alle Mutlosigkeit, gegen die Verzweiflung und gegen die Müdigkeit. Es ist ein Wort, das mich dazu ermuntert, genauer hinzuschauen. Jesus erzählt von einem Sämann, der ausging, seinen Samen zu säen. Großzügig verteilt der Sämann die Samen auf dem Feld. Nicht alle Stellen des Bodens sind gleich gut für das Wachstum geeignet. Einige Samen fallen auf einen Weg, andere auf Felsen und wieder andere landen unter Dornengestrüpp. Diese Samen werden nur schwer
oder überhaupt nicht aufgehen. Und trotzdem lässt der Seemann diese Bereiche nicht aus. Großzügig verteilt der Seemann die Samen mit einer großen, schwungvollen Handbewegung über dem Boden. So stelle ich mir das vor. Unkontrolliert fliegen die Samen in alle Himmelsrichtungen. Wer selbst schon einmal Samen ausgesät hat, der weiß, dass man so eigentlich nicht vorgeht. Normalerweise würde man den Boden auflockern und vorbereiten. Man würde sich ganz genau überlegen, wie viele Samen eingesät werden können und an welcher Stelle die Bedingungen gut sind für eine reiche Ernte. Gezielt würde man 2 bis 3 kleine Samen in ein kleines Loch legen und eine kleine Mulde sanft mit Erde bedecken und wässern. Ganz anders ist das bei Gott. Er streut seine Botschaft von der Liebe Gottes großzügig aus. Er überprüft nicht, ob wir Menschen gerade für seine Botschaft empfänglich sind. Mit vollen Händen schenkt er uns seine Liebe. In jedem einzelnen Korn ist die volle Trostbotschaft Gottes enthalten. Aber kann sich dieses Korn überhaupt entfalten? Schwerlich. Gerade so scheint es, fühle ich mich wie die Samenkörner, die zwischen die Felsen gefallen sind. Hart und schwer liegen die Maßnahmen auf meinem Herzen und scheinen mich zu erdrücken. Einsamkeit, Existenzangst und die Sorge um die Gesundheit bestimmen mein Leben. Dann gibt es auch wieder Tage, an denen ich das Gefühl habe, dass alles an mir vorüberzieht. Beim Einkaufen werde ich sinnbildlich hin und her geschubst. Ich scheine hinter meiner Maske zu verschwinden. Niemand nimmt mich und meine Sorgen mehr ernst. Ich bin nur noch eine von vielen, die mit der gleichen medizinischen Maske durch die Regale streift. Und dann sind da die Tage, an denen mir alles über den Kopf wächst. Da gibt es so viel Wichtiges. Bei der Arbeit müssen Fristen eingehalten werden, die Hausaufgaben der Kinder müssen überprüft werden und der Opa muss zum Arzt gefahren werden. Mal ehrlich, wer kennt nicht diese Zeiten und Situationen, in denen man einfach wenig empfänglich ist oder unmotiviert oder in den eigenen Problemen verfangen? Es gibt viele Gründe, unempfänglich zu sein für das, was eigentlich wichtig wäre. Jesus berichtet aber auch von Körnern, die auf gutes Land fallen und die 100-fach Frucht bringen. Ein unglaublicher Ertrag, der das Erwartbare um ein Vielfaches übersteigt und den wir selbst auf unseren heutigen Feldern mit Dünger, Maschinen und modernem Saatgut kaum erreichen können. Die Ernte gibt dem Seemann recht. Es ist nicht notwendig zu schauen, an welchen Stellen der Boden ideal ist und wo nicht. Vielleicht geht manches Korn verloren. Entscheidend ist aber, dass der ganze Boden bedeckt ist. Ist es denn überhaupt möglich zu unterscheiden, wo die Grenzen genau verlaufen zwischen dem fruchtbaren und dem unfruchtbaren Boden? Ich denke nicht. Jesus ruft Sie und mich dazu auf, genau hinzuhören. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Er möchte, dass wir unser Herz für die Botschaft von Gottes Liebe öffnen. So kann ein freundliches Wort eines Taxifahrers eine Frau zu Tränen rühren,
weil sich schon lange keiner mehr danach erkundigt hat, wie es ihr geht. So kann ein Lob der Lehrerin den Schüler motivieren, wieder konzentriert vor dem Laptop zu sitzen. Überall gibt es die Möglichkeit für reiche Ernte. So kann die Frucht der Botschaft von Gottes Liebe aufgehen. Gottes Liebe plant nicht, wo sie anfängt zu keimen. Es passiert einfach. Auch an Stellen, wo es kaum möglich erschien. Und vielleicht gibt diese eine Person, wie zum Beispiel Sie oder ich, auch etwas von der Liebe Gottes weiter an andere. Es wäre ein positiver Ehrewert. 100 Personen stecken vielleicht 80, 90, 100 oder sogar 200 Personen mit der Liebe Gottes an. Und dann bringt dieses eine kleine Samenkorn 100-fach Frucht. Und dann liegt der R-Wert bei 1 oder bei 1,5 oder bei 2 oder vielleicht sogar noch höher. Und wir würden uns über die tägliche Berichterstattung freuen. Das Hören auf Gottes Wort ist derzeit etwas schwieriger geworden. Vieles ist von Schlagzeilen und Maßnahmen überlagert. Aber vielleicht gibt es da ja ein kleines Samenkorn in meinem Herzen, das aufgeht. Die Liebe Gottes wird sie finden. Manchmal auf ungewöhnlichen Wegen. Seien Sie gewiss, Gott sät reichlich. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Thank you.
Liebe Gemeinde, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer hier aus dem Kaiserdom zu Königslutter. Nun ist es also soweit. Die Zeit der vakanten Pfarrstelle in unserem Kirchengemeindeverband im Pfarrbezirk der Stiftskirchengemeinde und der Gemeinde Sundstedt ist endlich Vergangenheit. In diesen Zeiten der Corona-Pandemie haben wir uns schweren Herzens, aber mit dem nötigen Verständnis und der erforderlichen Verantwortung in diesen besonderen, schwierigen Zeiten für eine Online-Variante dieses Vorstellungsgottesdienst für unsere neue Pfarrerin Frau Ann-Kathrin Rieken entschieden. Herzlich willkommen im Kirchengemeindeverband Königslutter und natürlich insbesondere in den Gemeinden der Stiftskirche und Sundstedt, liebe Ann-Kathrin. Wir haben uns hier im Kaiserdom vor vielen Jahren kennengelernt, deswegen möchte ich beim vertrauten Du bleiben. Herzlich willkommen auch deiner Familie, deinem Mann Eike und deinem Sohn Jonathan. Vor einem Jahr wussten wir noch nicht, dass unsere Pfarrstelle zu Beginn dieses Jahres besetzt werden würde. Ja, vor einem Jahr war für uns alle alles anders. So wie in unseren Tagen, es ist immer noch alles anders und wir sind noch von Normalität in unserem gemeindlichen Miteinander entfernt. Kirche in Corona-Zeiten, das mag nur auf den ersten Blick etwas traurig und düster nach wenig Hoffnung klingen. Wir lassen uns jedoch nicht beirren. Haben wir doch im vergangenen Jahr gelernt und gelebt, dass unsere Kirche immer wieder neue Gesichter zeigt. Jetzt wird Pfarrerin Rieken ein neues Gesicht in unserem Kirchengemeindeverband sein. Natürlich betrübt es uns sehr, dass wir keinen gemeinsamen Gottesdienst in einem gut besuchten Kaiserdom feiern können, aber wir holen das nach. Das ist versprochen. Pfarrerin Ann-Kathrin Rieken hat ihre Elternzeit beendet und den Dienst am 29. Januar 2021 angetreten. Sie befindet sich im Probedienst, der im Juli beendet sein wird. Unmittelbar danach folgt das erforderliche Verfahren der Pfarrstellenbesetzung. Wir danken unserem Gott, dass du, liebe Ann-Kathrin, die neue Pfarrerin in unseren Gemeinden bist und auch unseren Kirchengemeindeverband stärkst. Dieser Prozess der Besetzung unserer Pfarrstelle ist aktiv und sehr wohlwollend begleitet worden, sowohl von Vertreterinnen und Vertretern unserer Landeskirche als auch von unserer Pröbstin und der Pfarrerschaft und natürlich den Kirchenvorständen der Stiftskirche und Sundstedt und dem Vorstand des Kirchengemeindeverbandes. Dafür gebührt allen unser herzlicher Dank. Deine Gemeinden und du, ihr werdet nun erst einmal einander kennenlernen müssen. Was erwartet dich? Was erwartet uns mit unserer neuen Pfarrerin, unserer Seelsorgerin? Das wird sicherlich eine spannende Phase werden, auf die wir uns alle freuen, denn das haben wir tatsächlich herbeigesehnt. Wir freuen uns auf deine Arbeit, deine Ideen und Impulse für ein lebendiges Gemeindeleben. Dabei darf nicht unerwähnt bleiben, dass du, liebe Ann-Kathrin, nicht nur in den Gemeinden der Stiftskirche und Sundstedt auf engagierte Kirchenvorstände und Gemeindemitglieder triffst, sondern ich kann dir versichern, dass auch die übrigen Gemeinden dieses Kirchengemeindeverbandes mit Bäumsdorf, Bornum, Glendorf, Großsteinum, Lauingen, Rieseberg, Rotenkamp, Rottorf, Scheppau und der Stadtkirche mit allen hauptamtlichen und zahlreichen ehrenamtlichen mithelfenden Gläubigen für die Menschen da sind. Auf deren engagierte Mitgestaltung und aktive Unterstützung deines seelsorgerischen Wirkens wirst du zukünftig bauen können. Wir beide werden als Christen in unterschiedlichen Funktionen, die uns Aufgaben stellen, zukünftig ein Stück des Weges begleiten. Möge es uns gelingen, gemeinsam dazu beizutragen, das Leben der Menschen unserer Gemeinden, unseres Kirchengemeindeverbandes lebens- und liebenswert und von den Werten des Christentums geprägt zu gestalten. Ich wünsche uns dabei gute menschliche Begegnungen und eine harmonische Zusammenarbeit. Seid getrost und unverzagt, fürchtet euch nicht und lasst euch nicht vor ihnen grauen, denn der Herr, dein Gott, wird selber mit dir wandeln und wird die Hand nicht abtun,
noch dich verlassen, heißt es im 5. Buch Mose im 31. Kapitel. Diese Ermutigung trägt mich durch diese Zeiten und lässt mich nach vorne blicken. Wir dürfen und sollen unverzagt in die Zukunft blicken und uns nicht fürchten vor dem, was da kommt. Gemeinsam meistert man vieles, auch schwierige Zeiten. Wir wünschen dir, liebe Ann-Kathrin, einen guten Start in deinem neuen Wirkungskreis. Wir wünschen dir, dass du mit Pröbstin Helma Famswan, mit Pfarrerin Merheim und den Pfarrern Jordens Höke und Giesecke gerne und gut zusammenwirken wirst, an jeder mit seiner Gabe. Wir wünschen dir viel Freude an deinen vielfältigen Aufgaben, an deinen unterschiedlichen Wirkungsstätten und vor allem wünschen wir dir Kraft und Gottes Segen. Wir wünschen dir von Herzen, dass deine Familie und du hier in Königslutter gut ankommt und ihr euch gut einleben werdet. Wir freuen uns sehr, dass unser Pfarrhaus wieder mit Leben, ja sogar mit fröhlichem Kinderlachen erfüllt werden wird. Ich danke allen Mitwirkenden mit Wort und Musik sehr herzlich für die Vorbereitung für diesen etwas anderen Vorstellungsgottesdienst. Pfarrerin Rieken hat den Zeitplan für alle Beteiligten erstellt und unserem Propsteidiakon Nils Respondig danke ich an dieser Stelle ganz besonders für seine wunderbare Unterstützung und seine Geduld, überhaupt diesen Online-Vorstellungsgottesdienst nicht nur aus dem Kaiserdom, sondern ebenfalls aus weiteren Kirchenorten unserer Gemeinde senden zu können. Möge uns allen Gottes Segen stets begleiten und behüten. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gott, wir legen dir die Menschen ans Herz, die in den von der Corona-Krise heimgesuchten Ländern unserer Welt leben, in denen so viele lebensbedrohlich krank sind, in denen viele Angst haben vor der Krankheit, vor neuen Bedrohungen um ihren Arbeitsplatz. Für sie alle zünden wir eine Kerze an. Sei du ihnen Licht auf ihrem Weg. Gott, wir legen dir alle Menschen ans Herz, die einsam sind und sich nach Nähe und Gemeinschaft sehnen. Sei du ihnen nah und spende ihnen Trost und Kraft in dieser Zeit. Als Zeichen der Hoffnung zünden wir eine Kerze an. Sei du ihnen ein Licht auf ihrem Weg. Gott, wir legen dir die Kranken und den, die ihnen beistehen und ihnen helfen, ans Herz. Wir beten für die Ärztinnen und Krankenpfleger, für Mediziner und Forscher, für die Menschen, die politische Verantwortung übernehmen in dieser Zeit, für alle, die dafür sorgen, dass das Leben weitergeht. Für sie alle zünden wir eine Kerze an. Sei du ihnen ein Licht auf ihrem Weg. Gütiger Gott, wir bitten dich, sei du auch weiterhin bei unserer Gemeinde, bei allen, die sich haupt- und ehrenamtlich für die Gemeinde einsetzen und bei unserer neuen Pfarrerin. Schenk ihr und uns Kraft für die anstehenden Aufgaben, Weisheit und Besonnenheit für gute, wegweisende Entscheidungen und Freude an allem Tun. Als Zeichen der Freude und Zuversicht
auf eine gute gemeinsame Zukunft, zünden wir eine Kerze an. Sei du uns allen Licht auf unserem Weg. Gott, wir legen dir die Menschen an Herz, denen die Sorgen den Schlaf rauben und die Luft zum Atmen nehmen. Vor dich bringen wir die Menschen, die uns besonders am Herzen liegen. Dir nennen wir ihre Namen in der Stille. Sie alle legen wir dir ans Herz und zünden eine Kerze an. Herr, sei ihnen Licht auf ihrem Weg. Alles, was uns noch auf dem Herzen liegt, das legen wir in das Gebet, das uns Jesus Christus gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So geht nun hin in die neue Woche mit dem Segen Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.